Hallo Leute, wie geht's denn? Wie steht's? Ja, es geht weiter und ich habe die Tafel gefunden. Hier ist die. Analysiere. Und Scheiße, verdammt. Okay. So sieht die aus, okay. Ich mach die mal ganz schnell, also wir sehen uns gleich wieder. Okay, das hat sich erledigt, das ging zu schnell und so. Die Donnerbüchse. Scheiße. Okay. Mhm. Aha, okay. Das haben wir jetzt auch erledigt, okay. Jetzt gehen wir mal kurz raus. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich musste wirklich meine alten Videos nochmal angucken, weil ich nicht mal wusste. Okay, weil ich nicht mal wusste, wo ich hingehen musste. Weil ich habe ja keine Karte mehr und so alles. Wartet. Okay, wieder da. Ah, mein Hals, mein Hals, mein Hals. Ich bin einfach noch krank. Okay, jetzt muss es da unten gehen, oder? Ja, okay, geklärt. Ach, diese Scheiße war das ja noch. So, runter mit uns. Wir sind ja so suizidgefährdet. Und jetzt so. So, okay. Das ist doch gut mal. Ach, wir sehen uns vor dem Platz. Nein, bei Ellie sehen uns. Da habe ich auch die Donnerbrüste dann gemacht. Okay, okay, okay. Ach ja, was ich noch sagen wollte, ich habe das dieses Rezept gelöst, was da mit diesem Schwert war, das heißt Kusanagi. Hat eine Stärke von 180, aber egal. Und eine kleine Sache, die ich sagen wollte noch. Donnerbüchse kann ich jetzt momentan nicht machen, weil mir fehlen noch ein paar Teile, also zwei Vögel fehlen mir insgesamt. Aber irgendwie habe ich das nicht. Ich habe immer nur drei Vögel oder drei nochmal Vögel, aber niemals zwei oder so. Deswegen muss ich irgendwie versuchen, hier durchzukommen. Warte mal. Warte mal. Von der anderen Wüste gab es nichts. Aber wieso auf einmal von dieser Wüste? Ey, das Ding will mich doch verarschen hier. Fick dich. Hier nach oben. Jetzt nach links. Jetzt bin ich draußen. Okay. Scheiße, dass ich jetzt die Donnerbüchse nicht machen kann, aber... Warte, warum habe ich eigentlich noch den Hammer? Den Hammer brauche ich jetzt nicht. Waffen. Schwert. Nicht Sonnenkreuz. Der ist schwach. Der ist stärker. Also, erinnert mich bitte danach, das noch zu machen. Wenn ich das vergesse. Und wenn ihr merkt, dass ihr zwei Vögel habt, sofort zu den Comments schreiben, Gott haben. Du hast das hier vergessen. Das musst du ganz schnell machen, bitte. Okay. Warum leckt es hier so richtig? Okay, Heilkiefer. Heilkiefer. Verdammt. Warte, lass mich jetzt durch. Habe ich dein Gesicht schon mal gesehen? Okay, dann weiß ich, welchen Weg ich gehen muss. Ganz einfache Sache. Ganz einfach. Da kommt jeder voll die Pfosten. Und von der Granheim, da habe ich auch die eben. Nein, habe ich nicht. Damn it. Damn it. Ich habe das nicht von Granheim. Okay, ich gehe aber trotzdem nach oben. Weil ich weiß, dass dein Geheimgang ist für mich. Boah. Aroxas, was ist denn los? Die ganze Stadt ist in Panik. Ein Blitzschlag nach dem anderen saust der Erde hinab. Die Stadtbewohner glauben immer noch, dass du dafür verantwortlich bist. Sei vorsichtig, wenn du dorthin gehst. Außerdem eignen sich noch mehr Katastrophen, wo man auch hinsieht. Vulkanausbrüche, Frühlingshagel? Insektenschwärme. Und jetzt noch diese Blitze. Hä? Ein Blitzschlag nach dem anderen schlägt in der Stadt nieder. Das ist Ua. Ach so, Moment, warte, du kannst doch nicht da lang. Warte, ich glaube, das sind unsere Geister, die das machen. Okay. Nö, 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 nö. Ich bin stärker als euch. Ich sauge einfach weg und ihr könnt nichts dagegen machen. Und ich mache das nochmal und dann hier weg. Ich muss mich daran erinnern, dass ich die Donnerbüchse immer noch machen muss.
Da ich das gemacht habe, habe ich noch eine Sidequest fertig. Okay. Verdammt, immer noch die Highkeeper-Karte. Okay, jetzt kommt der König, oder? Ja, da. Die Stadtbevölkerung hat gerade keine Meinung mehr von dir. Die Menschen glauben, dass du alles zu verantworten hast. Ist ja auch egal, was stimmt. Nur solltest du auf der Hut sein. Hut sein, meine ich, nicht Wut. Okay, sagst du noch irgendwas? Chaos da oben, das ist gerade so beängstigend. Ja, ich weiß. Ich weiß es. Okay, jetzt gehe ich mal hier durch. Gehe ich nach oben? Kann ich jetzt da oben hingehen? Ja oder nein? Nein, er will mich nicht. Stadtbewohner dürfen hier nicht rein. Bitte geh. Obwohl ich gesucht werde, erkennt er mich nicht. Okay, das ist klar. Dann mag er sowieso allein hier. Warte, wenn ich im Schloss... bin, habe ich die schlimmste Arschkarte gezogen. Weil im Schloss sind sehr viele Soldaten und die können mich jederzeit angreifen. Kann ich jetzt da durchgehen? Nee, nicht da durch. Hier durch wollte ich. Hier kommen wir zum Saal. Soll ich mal den König ansprechen? Vielleicht macht er ja irgendwas. Warte, das will ich mal ausprobieren, was der König dazu sagt. Warte, wo ist der denn? Achso, da. Was sagst du uns zu uns? Du steckst also hinter allen. Seit diesem Vorfall ist in meinem Königreich ein Unglück nach dem anderen passiert. Ich habe es nicht getan. Glaubst du vielleicht, ich glaube an deinen Ausreden? Aber das Volk sagt das gleiche über dich. Wenn es stimmt, dass du nicht den Unglück verantwortlich bist, dann beweise mir deine Unschuld mit deinen eigenen Händen. Okay. Ich dachte, er will mich jetzt irgendwie killen oder so, aber anscheinend will er das wohl nicht. Und du willst ja. Viele Stadtbewohner sind an diesem Tag gestorben. Als Prinzessin von Kanala musste ich es erfahren. Hast du es wirklich getan? Ich habe es nicht getan. Ach so, ich glaube dir. Ganz egal, was anderen sagen mögen. Schließlich hast du Guriguris Leben gerettet. Du bist wirklich beknackt. Ich schwöre auf alles. Nur weil ich ihre Katze das Leben gerettet habe, denkt sie jetzt immer, ich bin gut. Und denkt nicht mal, dass sie böse werden kann. Okay, so eine Einstellung mag ich. In diesem Spiel. Normal? Nee. Nee, das ist ein bisschen beknackt. Ich gehe jetzt mal hier runter. Boah, ich will eine Karte haben. Ich fühle mich voll desorientiert. Ich weiß nicht, was ich machen muss alles. Warte. Ich habe eine Idee. Ob das jetzt wirklich kommt, das wäre die größte Scheiße aller Zeiten. Warte, guck mir. Hä, was gerade passiert? Egal. Wir gucken mal, ob das wirklich jetzt kommt. Das ist dann das Dümmste, was ich je gesehen habe in diesem Spiel. Warte, gucken wir mal. Hallo? Geht's noch? Hä? Ey, das... Yeah! Übertreib doch gleich! Yeah! Apo! Yeah! Ach du Scheiße! Tut mir leid, dass ich so aufgeregt klinge, aber... Yeah! Verdammt! Was hast du zu sagen? Dieser Ort ist normalerweise überfüllt mit Teilnehmern an Kampf der Entscheidung. Woran kann jetzt unmöglich Veranstaltung beherbergen? Als Fan bin ich enttäuscht. Hm? Ich hab dich schon mal einmal gesehen. Wer bist du nochmal? Ach so. Ich habe einmal erzählt, dass sie ja ein Goldpokal-Turnier geben sollte, aber ich dachte, jetzt kommt es auf einmal, aber so ist es halt nicht, okay? Aber wie sieht die Stadt aus? So durchge... Nein, sag ich lieber nicht, aber... Oh! Boah, hier sieht es so voll schön aus, und im Gegensatz zu der Stadtmitte so... Boah. Ich hätte echt nicht gedacht, dass es so schlimm war. Boah, fick dich doch. Ah, wilder Keks. Der Verräter. Roxas, du Verräter. Ist hier. Ich habe es nicht getan. Das kann ich nicht glauben. Mein Bruder hat das gleiche gesagt. Schau mich nicht so an. Du tust ja so, als ob ich hier etwas verbrochen hätte. Und du hast uns verraten. Was zur Hölle fällt dir ein, hier rumzulaufen? Ich habe es nicht getan. Das ist schwer zu glauben. Aber naja, wenn du vorbeikommst und mehr kaufst, dann glaube ich dir vielleicht. Du geldgieriger Bastard, bestimmt hat dich jemand dafür bezahlt, du
Ihr sagt nichts, ihr sagt nichts. Er ist ein dreckiger Bastard. Warum ist hier so alles so sauber? Ich möchte nicht reden. Reden. Los, ich weiß, dass du es schaffen kannst. Okay, und Hauchi? Glaubst du wenigstens, dass ich es nicht getan habe? Was hast du getan? Ich habe es nicht getan. Ich dachte, dass es eine große Bombe oder Explosion gab. Naja, was interessiert es mich? Boah, sieht echt aus wie eine Explosion. Warte mal. Rex muss irgendwo in der Nähe sein, oder? Kamui. Du, wie konntest du sowas etwas tun? Ich habe es nicht getan. Wirklich? Ich will dir glauben. Aber ich habe Angst, dass ich wieder reingelegt werde. Oh, was soll ich tun? Und du? Ach du Scheiße. Du! Warum hast du die Armee gebracht? Wegen dir sind alle. Ich habe es nicht getan. Stimmt das? Aber ich bin mir nicht sicher. Verdammt, keiner vertraut mir mehr. Und du auch noch extra alles... wieder alles komplett zu machen. Mann, ich kratze ab. Verdammt. Okay, ist noch die Lücke hier, gut. Springe hier mal runter, ich bin ja so suizidgefährdet hier. Und du? Hast du wirklich die Stadt für kaputt gemacht, Karoxas? Ich habe es nicht getan. Wirklich? Lügst du auch nicht? Mini ist ganz durcheinander. Das ist schwierig. Ja, ich bin klein und dumm. Und du? Glaubst du mir, sieh mal, wer gerade reingekommen ist? Stimmt es, dass du mit deiner Macht einen Teil der Stadt zertrümmert hast? Diese Macht ist wirklich zu gefährlich, um sie zu kontrollieren zu können. Ich habe es nicht getan. Du kannst mir alles erzählen. Wenn du behauptest, es nicht getan zu haben, dann will ich dir einen Beweis. Ach so, was soll ich dich nun tun lassen? Ahahaha, tut mir leid, ich habe nur Witze gemacht. Ich weiß, dass du es nicht getan hast. Ich bin daran gewöhnt, verdächtig zu werden, aber andere könnten dich verdächtigen. Sei vorsichtig da draußen. Okay. Okay. Ich dachte, die will mich verarschen, aber ist wohl nicht so. Wo zum Teufel ist Rex? Juhu! Rex! Wo bist du denn? Ich will spielen! Okay. Komm, wir besuchen mal unseren Meister Gustav. Der sich ja so für uns geschämt hat. Du wagst es, dein Gesicht zu zeigen, nachdem du die Stadt verwüstet hast? Mach dich besser auf etwas gefasst. Ich habe es nicht getan. Darüber zu streiten ist nutzlos. Sollte ich sagen, aber in deinen Augen ist dieses Licht. Es ist klar, dass du es nicht lügst. Es tut mir leid, aber ich kann dir immer noch nicht völlig vertrauen. Okay, du traust mir nicht. Du alter Sack. Du alter Sack. Und du, Han, bist auch da? Okay. Ich kann nicht glauben, dass du die feindlichen Armeen direkt zu uns geführt hast. Ich habe es nicht getan. Das würde ich gerne glauben, aber alle sagen, dass du schuldig bist. Wenn du es getan hast, musst du Buße tun. Ansonsten musst du warten, bis man dir wieder vertraut. Ja, ich weiß. Ich will irgendwie nach Hause gehen, aber erst will ich alles erkunden. Ich gehe mal zu Georg, diesen alten Bastard, der mich verraten hat. Der so viel Vertrauen in mir hatte und dann... Ich habe nicht mehr so viel Vertrauen in dir. Du bist böse. Du hast die Stadt verwüstet. Ich habe keine Beweise und sage es trotzdem. Hahaha. Zwischen Opfers, boah. Und woher wollen Sie wissen, dass ich das getan habe? Spasti, Kinder, ich habe von deinem Ausbruch gehört. Aber du wagst es hierher zu kommen? Ich habe es nicht getan. Ich hoffe, du hast einen guten Grund. Aber es stimmt, es gibt vieles, was mir über die Vorwahl noch nicht wissen. Als Bürgermeister will ich nichts mehr als die Wahrheit wissen. Was zum Teufel ist passiert? Ja, das konntest du auch davor fragen, aber nein. Moment mal, das geht wirklich zu weit. Die halbe Stadt ist weg. Ich habe es nicht getan. Ich bin doch nicht blöd. So etwas könntest du nie tun, das ist doch ganz klar. Ich wollte nur sicher gehen, dass du die Wahrheit sagst. Tut mir leid, dass ich so schroff war. Aber entschuldige werde ich nicht. Okay. Du dreckige Bitch. Geh, ich gehe mal Fist besuchen. Der war auch irgendwie enttäuscht von uns. Alle waren enttäuscht von mir. Oh, was kann ich dafür tun? Oh. Was? Ich habe dir doch gesagt, dass ich dein Gesicht nicht nochmal sehen will. Wirklich? Es stimmt, ich wurde auch mitgerissen. Du würdest sowas nie was tun. Sonst wärst du auch nicht so beliebt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, ich bin Fisch. Ja, ich bin kein. Ich bin klein und alt. Ja, ich bin pervers. Ja. Okay. Ich gehe mal direkt zu meinem Haus und ich... Boah, dieser Anblick, das ist echt heftig. Das ist heftig. Cut!